LANUF ist die technisch-wissenschaftliche Fachbehörde des Landes Nordrhein-Westfalen für den Natur-, Umwelt- und Verbraucherschutz. Mehr als 1300 Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter aus den Bereichen der Wissenschaft, Technik und der Verwaltung arbeiten an 17 Standorten im Land für ein großes Ziel: den Schutz der natürlichen Lebensgrundlagen des Menschen. Dafür beraten wir die Politik und die Verwaltungen im Land, arbeiten intensiv an Entscheidungsprozessen mit und kontrollieren auch, ob alles auf einem guten Weg ist. Die Landschaften in Nordrhein-Westfalen mit Flüssen, Seen, Wäldern und Feldern, die Tier- und Pflanzenwelt. Die Fachleute des LANUF sammeln im ganzen Land Daten und Fakten zum Schutz der Natur. Ob bedrohte Tier- und Pflanzenarten oder schutzwürdige Lebensräume. Wir analysieren und entwickeln Strategien als Partner der Politik. Wir sind auch so etwas wie die Umweltfeuerwehr des Landes, wenn es zu Unglücken mit der Freisetzung von Schadstoffen kommt. Unser Sondereinsatzmobil rückt dann aus und die Sachverständigen des LANUF ermitteln Ausbreitung und Auswirkung der Schadstofffreisetzung und geben den zuständigen Behörden vor Ort wichtige Entscheidungshilfen zu notwendigen Schutzmaßnahmen. Bei Schadensfällen auf den Gewässern kommt unser Laborschiff zum Einsatz. Damit ist dann eine direkte Probenahme auf dem Gewässer zur Beurteilung der Umweltrisiken möglich. Für den Schutz von Mensch, Natur und Umwelt sind wir so 24 Stunden, 365 Tage im Einsatz. Der Umweltzustand in Nordrhein-Westfalen konnte in den zurückliegenden Jahrzehnten kontinuierlich verbessert werden. Aber dieser Prozess ist noch lange nicht am Ende. Immer neue Herausforderungen müssen erkannt und neue Umweltprobleme gelöst werden. Zur kontinuierlichen Erfassung des Umweltzustandes betreibt das LANUF eine Vielzahl von Messeinrichtungen. So wird zum Beispiel an vielen Stellen in Nordrhein-Westfalen die Luftbelastung mit Stickoxiden gemessen oder an zahlreichen Messstellen die Beschaffenheit des Grundwassers ermittelt. Das Landesamt erforscht das bedeutende Thema Klimawandel und entwickelt Strategien für Städte und Gemeinden, für Industrie und Privatpersonen, um die großen Klimaschutzziele erreichen zu können. Die Kompetenz des LANUF steht und fällt mit unseren Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Sie sind von ihren Aufgaben überzeugt und verfolgen ihre Themen mit Herzblut. Wir legen großen Wert auf eine gute Ausbildung und stecken sehr viel Energie auch in ihre Fortbildung. Wichtig ist auch, dass sich unsere Leute untereinander austauschen und ohne Scheuklappen fachübergreifend zusammenarbeiten. Das LANUF sorgt im gesundheitlichen Verbraucherschutz auch dafür, dass Lebensmittel für den Genuss geeignet sind. Gesundheitliche Beeinträchtigungen oder Schädigungen werden durch weitreichende Hygiene- und Qualitätskontrollen von Nahrungsmitteln und Alltagsprodukten verhindert. Verbraucherinnen und Verbraucher vor Irreführungen und Täuschungen geschützt. Das Landesamt kümmert sich auch um Tierschutzbelange, die Bekämpfung von Tierseuchen und die Überwachung von Tierarzneimitteln. Zusätzlich zu unserem hohen fachlichen Anspruch möchten wir aber auch gesellschaftliche Verantwortung übernehmen und Vorbild sein. Wir möchten das LANUF durch ein Nachhaltigkeitsmanagement zu einer modellhaften Verwaltungseinrichtung weiterentwickeln. Denn ich bin davon überzeugt, dass die Landesverwaltung bei ihrem eigenen Handeln mit gutem Beispiel vorangehen muss. Das LANUF erarbeitet Lösungen, um im betrieblichen Umweltschutz kontinuierlich besser zu werden. Nachhaltigkeit beginnt mit der Nutzung der eigenen Liegenschaften. Wildblumenwiesen statt schlichter Rasenflächen. Bienenstöcke, in denen LANUF-Honig entsteht. Und sogar Schafbeweidung. Eigene kleine Biotope entstehen. Auch in den Gebäuden nutzen wir jede Möglichkeit. Ob beim Abfall oder beim Wasser oder auch durch solche Abschaltleisten im Büro. Sparen und schonen heißt immer gewinnen. Und mit der Dienstwagenflotte sorgt das LANUF für angewandten Klimaschutz. 17 Elektroautos für Dienstfahrten und eine öffentliche Stromtankstelle. Die Beschäftigten können sich über die Mitfahrzentrale, Händlerportal zu Fahrgemeinschaften zusammenschließen. Die Kantinen an den LANUF-Standorten verschreiben sich dem Motto regional und saisonal. Dazu fair gehandelter Kaffee und bei Sitzungen gibt es Leitungswasser statt PET-Flaschen. Das LANUF ist als familienfreundliches Unternehmen zertifiziert. Kinder im Büro, Teilzeitmodelle, gleitende Arbeitszeiten und Homeoffice sorgen dafür, dass verschiedenste Lebenspläne möglich sind.
Zukünftige Mitarbeiter werden selbst ausgebildet. Von Industriemechanikerinnen und Mechanikern über Fischereifachkräfte bis zu Chemielaboranten und Laborantinnen. Gleichstellung der Geschlechter ist dabei selbstverständlich. Das Lahnhof arbeitet für ein Land, in dem ich mit meiner Familie und meinen Freunden in einer gesunden Umwelt gerne lebe und die Schönheit und Vielfalt der Natur erleben kann. Dafür arbeiten wir mit all unserer Kraft und unserem Fachwissen unter dem Motto Kompetenz für ein lebenswertes Land.